jeden Atemzug neu und in jedem Augenblick. Leite mich, mein Gott, ich geb dir meines und alles, was ich bin. Zug neu, in jedem Augenblick. Leite mich, mein Gott. Leite mich, mein Gott. Ja, leite mich, mein Gott. Hallelujah. Let's just lift up our hands to him. He's worthy of our praise this morning. Lass uns einfach unsere Hände zu ihm erheben. Ist unseres Lobes würdig an diesem Morgen. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Thank you, Heavenly Father. Danke, himmlischer Vater. Lord, we give you our heart. Herr, wir geben dir unser Herz. Our lives belongs to you. Unsere Leben gehören dir. We thank you for this glorious opportunity given to us. Wir danken dir für diese herrliche Gelegenheit, die du uns schenkst. That we may feel your warmth. Dass wir deine Wärme spüren. That we may know your embrace. Dass wir deine Umarmung erkennen. We say, Father, thank you. Wir sagen, Vater, danke. For you are with us. Denn du bist mit uns. You promised. Du hast verheißen. And you cannot lie. Und du kannst nicht lügen. That you will be with us. Dass du mit uns sein wirst. At all times. Zu jeder Zeit. And so today, also heute, Father, we thank you, Vater, wir danken dir, that your grace is present. Dass deine Gnade bereit ist. We bless you, Father, wir loben dich, Vater, that you are moving in the hearts of your people, dass du dich in den Herzen deines Volkes bewegst, that you may show them, dass du ihnen zeigst, what you want them to see, was du möchtest, was sie sehen, that they may live, damit sie leben, by the purpose and the design durch den Zweck, durch den Zweck und den Entwurf deines Lebens. We say, Father, thank you. Wir sagen, Vater, danke. We bless and we honor you today. Wir loben und ehren dich heute. In Jesus' precious name. In Jesu kostbarem Namen. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Let's be on our seat. Lasst uns Platz nehmen. Amen. Amen. The Lord is good. Der Herr ist gut zu jeder Zeit. We are so honored to be here again today. Wir sind so geehrt, heute wieder hier sein zu dürfen. And all we can do is to give him thanks. Und alles, was wir tun können, ist, ihm Dank zu geben. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, worship team, for this wonderful time of refreshing in his presence. Danke, Lobpreisteam, für diese wunderbare Zeit der Erfrischung in seiner Gegenwart. Amen. Amen. The Lord is good. Der Herr ist gut zu jeder Zeit. Glory be to God. Ehre sei Gott. So we're going to enter into the Word of God for today. Also wir werden jetzt für heute in das Wort Gottes reingehen. And I want to speak still on vision. Und ich will weiter über Vision sprechen. Vision is very, very relevance for our living. Vision ist sehr, sehr relevant für unser Leben.
The Bible tells us in Proverbs 29. Die Bibel sagt uns in Sprüche 29. Proverbs 29, please turn with me to the verse number 18. Bitte schlag mit mir Sprüche 29 auf bei Vers 18. Solomon in all his wisdom, he admonishes us. Salomon in all seiner Weisheit ermahnt uns. And let us understand the importance of wisdom, of vision rather. Und lasst uns hier auch die Bedeutung von Vision erkennen. So he said, where there is no vision, also er sagt, wo keine Hoffnung ist, the people perish. Wird das Volk zügellos. But he that keepeth the law, happy is he. Aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt. So in other words, in anderen Worten, where there are people, da wo ein Volk ist, there must be a vision. Da muss es eine Vision geben. Wherever there are people, wo auch immer es Menschen gibt, there must be a vision. Da muss es eine Vision geben. Because people can only have relevance when there is vision. Menschen können nur Relevanz haben, wenn es dort auch Vision gibt. The values of life, die Werte des Lebens, the true purpose of our life, der wahre Sinn unseres Lebens, can only be relevant to us, kann uns nur relevant sein through the avenue of vision. Durch den Pfad der Vision. And so the scripture says, where there is no vision, und so sagt die Schrift, da wo keine Vision ist, the people perish. Da vergeht das Volk. The word perish means that they throw off restraint. Das Wort vergehen bedeutet hier, dass die Menschen alle Grenzen abwerfen. They don't have any sense of direction. Also im Grunde haben sie keinen Sinn mehr für Ausrichtung. There is no guidance. Sie haben keine Führung mehr. There is no hope. Sie haben keine Hoffnung mehr. So, to kill a people, also um ein Volk zu töten. Or to stop an individual from manifesting his potential, oder eine individuelle Persönlichkeit davon abzuhalten, ihr Potenzial zu entfalten. You only need to take away his vision. Musst du nur deren Vision wegnehmen. And so whatever every challenge of life throws against us, also was auch immer das Leben uns für Herausforderungen entgegenwirft. We can only be defeated, wir können nur besiegt werden, if the challenges succeed, wenn die Herausforderungen darin Erfolg haben, to take away our vision, unsere Vision wegzunehmen. And so vision is important. Und deshalb ist Vision wichtig. Everything around us, alles um uns herum, whatever we hear, was auch immer wir hören, whatever we see, was auch immer wir sehen, whatever people do, was auch immer Menschen tun. Determine the internal vision that you have of yourself. Legt auch die innere Vision fest, die du von dir selbst hast. And it will also determine the perspective that you have concerning the world. Und es wird auch deine Perspektive auf die Welt festlegen. And that is why you can see a group of people having the same definition of events that happens. Und deshalb kannst du auch oft Menschengruppen sehen, die dieselbe Sicht und Vision über Ereignisse haben, die geschehen sind. This is because und das each ist, person, und das ist, denn da jede Person view of the world is determined by the vision he has of himself, eine Sicht auf die Welt hat, die dadurch festgelegt hat, was diese Person für eine Vision hat. And so vision is important. Und deshalb ist Vision wichtig. And so God Almighty, und deshalb der allmächtige Gott, who created everything we see today, der alles erschaffen hat, was wir heute sehen, also had a vision, hatte auch eine Vision. Because without a vision, denn ohne eine Vision, then the world will also have no direction, wird die Welt auch keine Ausrichtung haben. Without a vision, ohne eine Vision, the creation of God, die Schöpfung Gottes, will have no relevance, wird dann auch keine Relevanz haben. So the creation, also die Schöpfung, is a reflection of God's vision, ist eine Spiegelung von Gottes Vision. So there is a vision, also es gibt eine Vision, that God has, die Gott hat, concerning your individual life, über dein individuelles Leben, concerning the nation, über die Nation, concerning your purpose and your destiny, über deinen Zweck und deine Bestimmung. So it is our calling. Also es ist unsere Berufung. It is wise to you and to me, es ist für dich und mich weise, to find out, herauszufinden, the vision of God, und zwar die Vision Gottes, so that you can see yourself, damit du dich selbst sehen kannst, from the vision that God has for you,
aus der Vision, die Gott für dich hat. Because what you see yourself of, denn wovon du dich selbst siehst, is not how God sees you. Ist nicht, wie Gott dich sieht. God has another vision. Gott hat eine andere Vision. And so that is why he said, unless you have my vision of yourself, und deshalb hat er gesagt, solange du nicht die Vision von mir hast, you will not fulfill my purpose for you. Dann wirst du für dich nicht meinen Zweck erfüllen. So what is God's vision? Also was ist Gottes Vision? Because where there is no vision, denn was, wo es keine Vision gibt, the people are without shepherd, without direction. Da sind die Menschen ohne den Hirten, ohne Ausrichtung. When we look at the world today, wenn wir uns die Welt heute anschauen, we see how people moves in different directions. Dann sehen wir, wie sich die Menschen in unterschiedlichen Richtungen bewegen. You see how people are prone by their selfish endeavors. Da sehen wir, wie die Menschen durch ihre selbstsüchtigen Unterfangen gelenkt werden. It's because they don't know the vision of God. Und das ist, weil sie die Vision Gottes nicht kennen. So vision allowed us to see things beyond our current reality. Also Vision lässt uns die Dinge jenseits unserer aktuellen Realität erkennen. So your current reality, deine aktuelle Realität also, does not define your purpose. Definiert deinen Zweck nicht. What you are actually experiencing right now, was du im Grunde jetzt gerade erlebst, what is real to you, was für dich real ist, is not actually the vision that God has for you. Ist im Grunde genommen nicht die Vision, die Gott für dich hat. And so therefore, und deshalb, God will come to each and every one of us, wird Gott zu jedem einzelnen von uns kommen, by the power of his spirit, aus der Kraft seines Geistes. The Holy Spirit is the carrier of God's vision. Der Heilige Geist ist der Träger von Gottes Vision. He's the eye of God. Er ist das Auge Gottes. He's the video that God has already established from the beginning to the end concerning your life. Es ist das Video, was Gott schon festgelegt hat, und zwar von Anfang bis Ende über dein Leben. And so he comes to show to you, und deshalb kommt er dir zu zeigen, what God sees about you, was Gott über dich sieht, which defile your present reality, was deine gegenwärtige Realität definiert. And so therefore Paul tells us, und deshalb sagt uns Paulus, he says, we live not by sight. Er sagt, wir leben nicht aus dem Schauen. It's not what you see. Es ist nicht, was du siehst. You are not what you see. Du bist nicht, was du siehst. You are not what you experience. Du bist nicht, was du erlebst. What you see, was du siehst, defies what God sees you. Definiert, was... No, defies. It goes against what God sees you. Was du siehst, trotzt dessen, wie Gott dich sieht. So you must find out, also du musst herausfinden, how God sees you, wie Gott dich sieht, what he sees you to be, was er für dich sieht, in order for you to align to it, damit du in der Lage bist, dich danach auszurichten, so that it becomes the manifestation, damit es die Manifestation wird, so that it takes form, so dass es Form annimmt, of the vision that God has for you. Von der Vision, die Gott für dich hat. This is what faith is all about. Und darum geht's die ganze Zeit beim Glauben. Faith simply means see what God sees about you. Glaube bedeutet einfach zu sehen, was Gott über dich sieht. And when you do that, wenn du das tust, you begin to manifest. Dann fängst du an zu manifestieren. You begin to give form. Dann fängst du an, Form zu geben. To that which is invisible. Dem, was noch unsichtbar ist. So vision, also Vision, is to make that which is invisible possible. Ist das, was unsichtbar ist, möglich zu machen. And so today, also heute, I want us to realize, möchte ich, dass wir realisieren, that the vision of God, dass die Vision Gottes to man, für den Menschen, to the world, für die Welt, is Jesus Christ. Jesus Christus ist. Jesus Christ. Jesus Christus. Is the vision. Ist die Vision. Is the divine intention. Ist die göttliche Absicht. That God had within himself. Die Gott schon in sich hatte. Before the creation of all things. Vor der Erschaffung aller Dinge. Before the world began. Bevor die Welt anfing. God saw you. Hat Gott dich gesehen. Before everything was formed. Bevor irgendetwas geformt wurde. And that form that he had of you. Und diese Form, die er von dir hatte, was within himself. Die war in ihm drin selbst. He calls it the Logos. Und er nennt es das Logos. The divine intention. Die göttliche Absicht. Your true design. Dein eigentliches Design. And so there will be a time. Und deshalb gibt es manchmal Zeiten, in, which that which is within God, in denen das, was in Gott ist, in the bosom of the Father, im Leibe des Vaters, will have to take form, Form annehmen soll and manifest in the flesh, und sich im Fleische manifestieren soll. And God,
Und Gott will see his glory, wird seine Herrlichkeit sehen. Manifested in the flesh. Und zwar manifestiert im Fleisch. This is how awesome you and I are. Und das ist, wie großartig du und ich sind. This is not just a reference to Jesus. Und das ist nicht nur ein Bezug auf Jesus. Jesus war der Prototyp. Jesus war der Prototyp. Jesus was the first among many. Jesus war der Erste unter vielen. And so whenever the Father sees Jesus, aber wenn immer der Vater Jesus sieht, he sees his vision of man. Dann sieht er seine Vision vom Menschen. He sees what he designed concerning man. Er sieht, was er für den Menschen entworfen hat. And so for each and every one of you and I, und deshalb für jeden Einzelnen von dir for und mir, us to walk in our potential, damit wir in unserem Potenzial wandeln, fulfill our call in God, damit wir unsere Berufung in Gott erfüllen, we must look unto Jesus, müssen wir auf Jesus schauen. That's why Paul says, und deshalb sagt Paulus, there's only one thing that we are called to do. Es gibt nur eine Sache, zu der wir berufen sind. And this is our watchword for this word, for this year 2024. Und das ist unsere Jahreslosung für dieses Wort 2024. Hebrews 12, the verse number 2. Hebräer 12, Vers 2. Look unto Jesus. Schauen auf Jesus. Look unto Jesus. Hinschauen auf Jesus. Because Jesus is the vision of God for you. Denn Jesus ist die Vision Gottes über dich. So where there is no Jesus, also da, wo es keinen Jesus gibt, the people perish. Da vergehen die Menschen. Where there is no Jesus in da, your home, wo es keinen Jesus in ihrem Zuhause gibt, that home broken. Da zerbricht dieses Zuhause. Where there is no Jesus in your business, da, wo es keinen Jesus in deinem Geschäft gibt, your business will not stand. Da wird dein Geschäft nicht bestehen. Where there is no Jesus in your career, da, wo es keinen Jesus in deiner Karriere gibt, you will succumb to the power of moping. Da wirst du den Kräften erliegen. But where Jesus is, aber da, wo Jesus ist, and he becomes your vision, und er deine Vision wird, no matter what happens around you, egal was um dich herum geschieht, you know the vision of God can never fail. Du weißt, dass die Vision Gottes nie versagen kann. So the vision of God, die Vision Gottes also, when we look at the life of Jesus, wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, we can learn, dann können wir lernen, through the process of his life, durch den Prozess seines Lebens, that the vision, dass die Vision is conceived, empfangen wird. Number one. Nummer eins. The vision is conceived. Die Vision ist empfangen. Is conceived by who? Wird durch wen empfangen? By the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. So true vision, also durch wahre Vision, comes from God, kommt von Gott. Via the Holy Ghost. Durch den Heiligen Geist. In which terrain is the vision called to breed, to flourish? In dem selbst die Vision drinsteckt, die Gott erblühen lassen möchte. We look at the life of Jesus. Wir schauen uns das Leben Jesu an. And we realize that it is in the womb of Mary. Wir erkennen, dass im Leibe Marias, that the vision of God was conceived, dass dort die Vision Gottes empfangen wurde. What does that communicate to us? Was zeigt uns das? How can that be relevant to us today? Wie kann das für uns heute relevant sein? So the scripture did not only speak of Mary. Also die Schrift sprach aber nicht nur von Maria. He qualifies Mary. Sie qualifizierte Maria. He calls her the Virgin Mary. Sie nannte sie die Jungfrau Maria. In other words, in anderen Worten, Mary was a womb. Maria war ein Leib, ja? Is a mind. Ein Mutterstock, auch eine Gesinnung. When we relate it to us today. Wenn wir das heute auf uns beziehen. Is a mind that is virgin. Ist es ein Verstand, der jungfräulich ist. The mind that doesn't know the past or the future. Ein Verstand, der nicht die Vergangenheit oder die Zukunft kennt. That is the mind. Und das ist der Verstand, that lay holds of the vision of God, der die Vision Gottes ergreift. So when the vision of God comes to you, also wenn die Vision Gottes zu dir kommt, he doesn't want to negotiate with what you have gone through. Dann will sie sich nicht die ganze Zeit darum kümmern, wo du hindurchgegangen bist. He doesn't want to negotiate with what you think you will be. Dann will sie auch nicht verhandeln, was du denkst, was du sein wirst. The vision of God, die Vision Gottes, is seeking for a humble mind, sucht nach einem demütigen Menschen. A mind that realizes, ein Verstand, der begreift, that one thing that matters, dass eine Sache wirklich zählt, is how God sees me. Und zwar, wie Gott mich sieht. And so right now, also genau jetzt, in our days today, in unseren heutigen Tagen, the Father has reached unto us, hat der Vater sich nach uns ausgestreckt. All that which he desires, und zwar alles, was er verlangt, is to show you,
ist dir zu zeigen. To yourself. Und zwar deinem Selbst. Is to show you to you. Er will dir dich selbst zeigen. By revealing Jesus. Indem er Jesus offenbart. And so when your heart is ready. Also wenn dein Herz bereit ist. You see, no matter what you may have done. Egal was du getan haben magst. No matter the experiences that you may have had. Egal was du vielleicht für Erlebnisse gehabt hattest. No matter the situation. Egal wie die Situation aussieht. You may have found yourself in which has complicated your perspective of life. Worin du dich vielleicht wiedergefunden hattest und was deine Perspektive über das Leben verkompliziert hatte. The King of Glory. Der König der Herrlichkeit. The seed of God. Der Same Gottes. The power of God. Die Kraft Gottes. The wisdom of God. Die Weisheit Gottes. Wants to walk into your heart. Will in dein Herz hineinmarschieren. He wants to come into you. Und er will in dich hineinkommen. That he may within you. Dass er in dir drin begins to blossom. Anfängt zu blühen. Begins to reveal to you. Anfängt dir zu zeigen, how God sees you. Wie Gott dich sieht. How God has designed you. Wie Gott dich entworfen the hat. Potential that God has for you. Das Potenzial, was Gott für dich hat. So until we allow Jesus, also bis wir zulassen, dass Jesus through the avenue of the word of God, durch den Pfad des Wortes Gottes into our hearts, in unsere Herzen, the Father, der Vater takes possession of us, ergreift Besitz von uns and begins to reveal to us, und zeigt, fängt an, uns zu offenbaren by his spirit, durch seinen Geist that which we have been designed to be. Und zwar das, wofür wir entworfen sind. So this is so powerful. Also das ist so kraftvoll. That is why whenever we take the scripture, und deshalb, auch wenn immer wir die Schrift aufnehmen, we look at the verses of scripture, dann schauen wir uns Bibelverse an. Every word of God, jedes Wort Gottes is a vision of God, ist eine Vision Gottes. Every scripture, jede Schriftstelle, we must see our true reality. Darin müssen wir unsere wahre Realität erkennen. That defies the reality of our senses. Die auch der Realität unserer Sinne trotzt. You see, whenever God comes with a vision, seht ihr, wenn auch immer Gott mit einer Vision kommt, it's not to agree with your reality. Dann ist das nicht dazu da, um mit deiner Realität übereinzustimmen. God doesn't come to endorse the situation in which you are. Gott kommt nicht, um deine Situation gerade zu bewilligen. Most of the time, die meiste Zeit, God comes with his word, kommt Gott mit seinem Wort, to show you, dir zu zeigen, that which is different from your current reality. Was von deiner gegenwärtigen Realität anders ist. That is the challenge we have. Und das ist die Herausforderung, die wir and haben. And we see that every vision, wir sehen, dass jegliche Vision begins from conception within the heart, mit der Empfängnis im Herzen beginnt. So it is something within you. Also es ist etwas in dir drin. It is subjective to you. Und es ist dir subjektiv. Though the vision comes to a people, auch wenn die Vision zu einem Volk gelangt, but it is designed for an individual, so ist sie trotzdem für ein Individuum entworfen. Because it is only when you accept the vision of God, denn nur wenn du die Vision Gottes annimmst, that vision begins to have effect in your own life, dass diese Vision anfängt, in deinem Leben Effekt zu zeigen. And so that is why the scripture says, und deshalb sagt die Schrift, the just shall live by his own faith. Der Gerechte soll durch seinen eigenen Glauben leben. Glory be to God. Ehre sei Gott. For God so loved the world, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, that he gave his only begotten son, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, that whosoever believe in him, dass wer auch immer in ihn glaubt, shall not perish, soll nicht vergehen, but shall have eternal life, sondern hat das ewige Leben. So Jesus Christ, Jesus Christus, the vision of God, die Vision Gottes, given to the world, gibt an die Welt, so that the world will not perish, damit die Welt nicht vergeht, that through his vision, so dass durch seine Vision the world will then live, die Welt dann lebt. I always tell people, und ich sage Menschen immer, beholding, schau hin, is redemptive, ist erlösend. Hinschauen ist erlösend. Beholding is redemptive. Hinschauen ist erlösend. When you look unto Jesus, wenn du auf Jesus schaust, you will be changed in the image that you behold. Dann wirst du verwandelt in das Bild, was du anblickst. You see, Paul makes it places to us so beautifully. Seht ihr, Paulus hat es für uns so schön dargelegt. In 2 Corinthians 3, the verse number 18. In 2. Korinther 3, Vers 18. He says, we with
open face. Er sagt, wir mit eröffnetem Angesicht. We all with open face. Mit bloßem Angesicht. I don't know about you. Ich weiß nicht, wie es um dich steht. I want to believe that all of us, the veil has been taken off our eyes. Ich will glauben, dass bei jedem einzelnen von uns der Schleier von den Augen gelüftet wurde. We don't see life anymore from the veil of our past. Wir sehen das Leben nicht mehr aus dem Schleier unserer Vergangenheit. From what you've done. Von dem, was du getan hast. You don't see life from the state of condemnation or guilt. Du siehst das Leben nicht mehr aus dem Zustand der Verdammnis und Schuld. These are all veils. Das sind alles Schleier. But in Jesus Christ. Aber in Jesus Christus. Through his death, burial and resurrection. Durch seinen Tod, Begräbnis und seine Auferstehung. The veil has been taken off. Wurde der Schleier gelüftet. And so Paul says, we all now. Und deshalb sagt Paulus, wir alle jetzt. Without shame. Ohne Scham, without guilt, ohne Schuld, without condemnation, ohne Verdammnis. We behold us in a glass. Wir schauen wie im Spiegel. The glory of God. Die Herrlichkeit Gottes. The glory of God. Die Herrlichkeit Gottes. That is the vision of God. Das ist die Vision Gottes. The vision of God. Die Vision Gottes. Is his glory. Ist seine Herrlichkeit. When God created man. Als Gott den Menschen erschaffen hat. Out of himself. Aus sich selbst. By the way, the man that came out of God. Auf der Art und Weise, wie der Mensch aus Gott rauskam. By the way, the man that comes out of God. Durch den Weg, wie der Mensch aus Gott rauskam. Is the Christ. Ist es der Christus. Is the perfect man. Es ist der vollkommene Is Mensch. The prototype man. Es ist der Prototyp Mensch. And so when God saw himself, als Gott sich also selbst sah, he saw his glory. Sah er seine Herrlichkeit. And that's why John tells us, und deshalb sagt uns Johannes, that when Jesus Christ, dass als Jesus Christus, who is the eternal word of God, der das ewige Wort Gottes was ist, manifested, manifestiert wurde, he took on flesh, nahm er das Fleisch auf. We all saw his glory, wir alle sahen seine Herrlichkeit. The glory as of the only begotten of the Father. Die Herrlichkeit des Eingeborenen des Vaters. So Jesus Christ, sodass Jesus Christus is the glory of God. Die Herrlichkeit Gottes ist. Jesus Christ, Jesus Christus ist Gottes Vision. Ist Gottes Vision. There is nothing else that God has. Es gibt nichts anderes, was Gott hat. Except Jesus. Außer Jesus. In him are all things consist. In ihm sind alle Dinge enthalten. Everything finds its relevance in him. Alles findet seine Relevanz in ihm. I don't know how to emphasize the importance of Jesus to you today. Ich weiß nicht, wie ich heute für dich die Relevanz Jesu wirklich ausdrücken kann. Jesus is the all of God. Jesus ist das alles, das Ein und alles von Gott. Everything that we want to be, alles, was wir sein wollen, is already that, is already what it is in Christ. Ist schon, was es ist in Christus. So you need to look at your health. Also du musst deine Gesundheit anschauen. Don't look from your body. Schau nicht von deinem Körper ausgehend. Don't allow even the doctors to determine the finality of your health. Leg auch nicht die endgültige Verfassung deiner Gesundheit fest. Look unto Jesus. Schau auf Jesus. What is the vision of your health? Was ist die Vision über deine Gesundheit? The vision of God. Die Vision Gottes. Concerning your body. Über deinen Körper. Look unto Jesus. Schau Jesus an. The Bible says we are healed in him. Die Bibel sagt, wir sind geheilt in ihm. And so this will defy your current reality. Und genau das trotz deiner gegenwärtigen Realität. And so you are called to look unto Jesus. Und deshalb bist du berufen, auf Jesus hinzuschauen. So each and every one of us, also jeder einzelne von uns. That is our calling. Das ist unsere Berufung. And so I just want you to understand today, und deshalb möchte ich, dass du heute einfach verstehst, everything in this world, dass alles in dieser Welt will do whatever it has, machen wird, was es macht, to take you out of your gaze on Christ. Um dich heraus aus deinem festen Blick auf Christus hinfortzunehmen. Amen. Amen. At times we try to magnify the power of Satan. Manchmal vergrößern wir wahrlich die Kraft Satans. Oh yes, he has powers. Ja, er hat Kräfte. But I want to let you understand how he works. Aber ich möchte, dass du begreifst, wie er wirkt. His power can only have an effect in your life. Seine Kraft kann nur eine Auswirkung in deinem Leben haben. When he succeeds to deceive you. Wenn er Erfolg hat, dich zu täuschen. And the only deception that he needs. Und die einzige Täuschung, die er braucht, is to take our eyes off Jesus. Ist unsere Augen von Jesus wegzunehmen. That's all he has. Das ist alles, was er hat. If he can succeed in doing that. Wenn er darin Erfolg haben kann. Then you're defeated.
dann hast du verloren. Then every opposition that comes your way, dann jeglicher Widerstand, der dir entgegentritt, will overwhelm you. Wird dich überwältigen. But if you know, aber wenn du weißt, that your power, dass deine Kraft, you know that your potential, du weißt, dass dein Potenzial, you know that your true self, your true being, du weißt, dass dein wahres Sein, dein wahres Selbst, is in Christ, in Christus ist, every day, jeden Tag, every moment, jeden Moment, when you feel weak, wenn du dich schwach fühlst, when you feel attacked, wenn du dich angegriffen when fühlst, you feel threatened, wenn du dich bedroht fühlst, you will look unto Jesus. Dann wirst du auf Jesus you schauen. Will go where Jesus has been preached. Dann willst du einfach schauen, wo Jesus gepredigt wird. Don't try to get to ministers to walk or to look into your problems. Geh nicht nur hin zu den Dienern, damit sie in deine Probleme reinschauen. No, that's not how it works. Nein, so funktioniert es einfach nicht. Go to a church. Geh in eine Gemeinde. Sit under a congregation. Begib dich in eine Versammlung, where every day Jesus is spoken of. Wo jeden Tag von Jesus gesprochen wird. Glory be to God. Ehre sei Gott. That was the strength of the early church. Und das war auch die Kraft der frühen Gemeinde. In Acts 2, the verse number 42. In Apostelgeschichte 2, Vers 42. The Bible says they went from house to houses. Sagt die Bibel, sie gingen von Haus zu Haus. And they were teaching, talking, speaking about Jesus breaking bread. So the only curriculum in their training was Jesus. Jesus. Wo sie wirklich nur hingingen und nur davon sprachen, wie Jesus kommt, wie Jesus heilt und wie er das Brot bricht. Also der gesamte Curriculum, der gesamte Lebenslauf, den sie hatten, war Jesus, Jesus, Jesus. Glory be to God. Ehre sei Gott. God has got nothing else. Gott hat nichts anderes. But his vision for you. Als seine Vision für dich. His power for you. Seine Kraft für dich. God has got nothing else. Gott hat nichts anderes. But Jesus. Als Jesus. Jesus is the power of God. Jesus ist die Kraft Gottes. Jesus is that which makes the difference. Jesus ist das, was den Unterschied macht. And that's why Proverbs tells us here. Und deshalb sagt uns hier das Buch der Sprüche. It says where there is no vision. Da wo es keine Vision gibt. The people. Das Volk. They are like sheep. Sie sind wie Schafe. Without a shepherd. Ohne einen Hirten. They have no hope. Sie haben keine Hoffnung. They don't know where they are going. Sie wissen nicht, wo sie hingehen. They don't even know who they are. Sie wissen nicht mal, wer sie sind. And that's the problem. Und das ist das Problem. So we're not talking about vision of having a house or having, you know, an enterprise. No, we're talking about the vision for your life. Also wir sprechen nicht darüber, Vision zu haben, ein Haus zu haben oder ein großes Unternehmen zu haben. Nein, wir sprechen über die Vision, über dein Leben. And so when the vision begins to find effect, also wenn die Vision anfängt, Effekt zu zeigen in your life, in deinem Leben, if you lay hold, wenn du ergreifst of a word, das Wort, and you can see it clearly, und wenn du klar sehen kannst, that word has to go through some process, dann muss dieses Wort doch durch einen Prozess gehen, just like Jesus. So wie Jesus. So when Jesus was born, als Jesus geboren wurde, the Bible says that he went to the synagogue, sagte die Bibel, dass er in die Synagoge ging, and he was taught. Und er wurde gelehrt. He was trained. Er wurde trainiert. You see, any man who haven't or does not accept to be trained and to be taught. Seht ihr, jeder einzelne Mensch, der nicht annimmt, belehrt zu werden und auch unterrichtet zu werden, cannot hold the vision of God. Kann die Vision Gottes nicht begreifen, ergreifen. The vision of God. Die Vision Gottes. The Christ in you, der Christus in dir, demands, verlangt, that we are continually being taught, dass wir immerfort gelehrt werden, that we buried ourselves in the word of God, dass wir uns in das Wort Gottes eingraben, in the fellowship of the believers, und in die Gemeinschaft mit den Gläubigen. When we look at the life of Jesus, wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, which is the pattern of the progression of vision, was das Austeilen auch und der Fortschritt der Vision ist. Dann sehen wir, nachdem er geboren ist oder nachdem die Vision geboren ist, die Vision erhalten werden muss. The vision has to be persuaded in you. Die Vision muss in dir überzeugt sein. So you search the scripture, damit du die Schrift aufsuchst. So that you align with what you are seeing. Damit du dich ausrichtest mit dem, was du siehst. The third stage, die dritte Stufe, is the disciples, sind die Jünger. You remember when Jesus, erinnert ihr euch, als Jesus, before he started his ministry, bevor er seinen Dienst begann,
He chose his disciples. Hat er seine Jünger erwählt. So in order for vision, also damit die Vision to come to a place of manifestation of its full glory, zum Ort der Erfüllung seiner vollkommenen Herrlichkeit gelangt, there have to be some elements around him. Da muss es vorher gewisse Elemente um ihn geben, that has to be disciplined, die auch diszipliniert werden. So you and I, also du und ich, when we have a vision of God, wenn wir eine Vision von Gott haben, and we know that God has translated us, und wir wissen, from dass the kingdom of darkness to his glorious kingdom, wir wissen, dass Gott uns überführt hat, und zwar vom Königreich der Dunkelheit in sein herrliches Königreich. That is a vision. Das ist eine Vision. But there are things within us. Aber es gibt Dinge in uns. There are factors, elements within us. Faktoren und Elemente in uns. Or let me call it this way. There are powers within us. Oder lass es mich so sagen, es gibt Kräfte in uns, that needs to be disciplined. Die diszipliniert werden müssen. So vision, also Vision goes with discipline. Kommt einher mit Disziplin. So without vision, also ohne Vision, we cannot discipline the factors of our lives, the powers within us. Können wir die Faktoren und die Kräfte in uns drin nicht manifestieren und disziplinieren. I always summarize, und ich fasse es immer so zusammen, the 12 disciples into 3. Und zwar, ich fasse die 12 Jünger in 3 zusammen. Because when we look at biblical numerology, wenn wir uns die biblische Zahlenkunde anschauen, 12 is 3. Ist 12 gleich 3. 1 plus 2 is 3. 1 plus 2 ist 3. And so when you look at the 3 core disciples, also wenn wir uns jetzt diese Jünger anschauen, 3, it summarizes the whole disciples. Dann fasst es die gesamten Jünger zusammen. And these 3 disciples, und diese 3 Jünger, has a very great importance, haben eine sehr große Wichtigkeit. The definition of these disciples, die Definition von diesen Jüngern, reveals something to us, offenbart uns etwas. So we are talking of Peter, wir sprechen über Petrus, James, Jakobus and John, und Johannes. Peter, Petrus, simply means hearing, heißt einfach hören. It's from the Hebrew Simon, Simeon, which means hearing, kommt aus dem Hebräischen Simon, Simeon, was bedeutet hören. Which in other words we may say faith. In anderen Worten, wir sagen Glaube. And so the first thing, das allererste, also, when you have a vision, wenn du eine Vision hast, that needs to be disciplined, die muss diszipliniert werden, is your hearing. Das ist dein Hören. What do you hear? Was hörst du? What are you hearing? Was hörst du? Do you hear the opinions of people? Hörst du die Meinungen von Menschen? Do you hear what your body, your own current reality is speaking to you? Hörst du, was dein Körper oder deine aktuelle Realität dir erzählt? So the first thing, also das allererste, when Jesus comes into our life, wenn Jesus in unser Leben kommt, and we have a vision of God, und wir haben eine Vision von Gott concerning us, über uns, the first thing that needs to be dealt with, das allererste, was behandelt werden muss, is our hearing, ist unser Hören, is our listening, ist unser Zuhören. Do you listen to good news? Hörst du guter Botschaft zu? Glory be to God. Ehre sei Gott. Do you listen to good news? Hörst du guter Botschaft zu? You see, not every word that comes out of the pulpit is a good news. Nicht jedes einzelne Wort, was von der Kanzel kommt, ist eine gute Botschaft. Do you listen to good news? Hörst du guter Botschaft zu? You see, when you begin to understand vision, wenn du also anfängst, Vision zu begreifen, there are certain messages you will not hear anymore. Dann gibt es gewisse Botschaften, die du nicht mehr hörst. You see, at times people say, no, everything that you people say is the word of God. If you know, when it has to do with the Bible. Seht ihr, manchmal sagen die Menschen, alles, was die Menschen hier sagen, so ist Wort Gottes. We don't have time to go into that. Wir haben jetzt leider keine Zeit, da tiefer reinzugehen. That's why we have, you know, sessions like SOS Come. Und deshalb, and listen to the word of God. Deshalb haben wir auch hier Veranstaltungen wie die Schule des Geistes, where the word of God is divided, wo das Wort ist ausgeteilt wird, so that you and I may understand, damit du und ich begreifen können, that at times the Bible can be used, dass manchmal die Bibel auch benutzt werden kann, to project bad news, schlechte Botschaft zu projizieren. Amen. Amen. But this is not our portion. Aber das ist nicht unser Teil. So we need to hear good news. Also wir wollen gute Botschaft hören. And this is how we discipline Peter, we discipline the power within us to listen.
und auf diese Weise diszipliniert Petrus die Kraft in uns zuzuhören. Number two is James. Nummer zwei ist Jakobus. James talks of justice. Jakobus spricht von Gerechtigkeit. It talks of order. Spricht von Ordnung. So when you have a vision, also wenn du eine Vision hast, the next thing that needs to be disciplined in your life, das nächste, was in deinem Leben diszipliniert werden muss, in order for that vision to come to pass, damit diese Vision in die Realität gelangt, is the sense of justice. Ist der Sinn der Gerechtigkeit. You must come to a place in which you judge righteously. Du musst an einen Ort kommen, wo du gerecht richtest. You look from the perspective of God. Du schaust aus der Perspektive Gottes. That's why John tells us. Und deshalb erzählt uns Johannes. He says that we shouldn't judge according to appearance. Er sagt, wir sollen nicht nach der Erscheinung richten. But we should judge righteous judgment. Sondern wir sollen gerechtes Urteil sehen. We should judge according to how God sees. Wir sollen danach richten, wie Gott sieht. Because we are prone. Denn wir sind auch anfällig. We are always ready to bring judgment to everything we see. Wir sind immer dafür bereit, jeden Augenblick Dinge zu richten. But we must find within ourselves. Aber wir müssen in uns drin finden. And discipline. Und auch disziplinieren. That which always want to bring judgment. Und zwar das in uns, was die ganze Zeit richten will. Against others. Über andere. And this is one of the element or the strength within us that needs to be disciplined. Und das ist eines der Elemente oder eines der Kräfte, eine der Kräfte in uns drin, die diszipliniert werden muss. Number three. Nummer drei. Love. Ist Liebe. Which signifies John. Die durch Johannes bedeutet wird. Our love. Unsere Liebe. Needs to be put into right perspective. Muss in die richtige Perspektive gesetzt werden. If we have a vision, wenn wir eine Vision haben, we must give our religiöses Element will stand against your vision. Wird gegen deine Vision aufstehen. It will stand against how you see yourself. Wird sich erheben dagegen, wie du dich selbst siehst. You see, at times when we say, I'm blessed by God. Manchmal sagen wir, ich bin gesegnet von Gott. The religious will try to scrutinize you. Und der Religiöse fängt an, dich auseinanderzunehmen, zu untersuchen. Look at you from the outside. Und schaut dich aus dem Äußeren an. Aber er hat keine Auto. Aber er hat, he doesn't have a car. Wie kann das sein? How can that be? So because the major blessing from what you have. Denn der größte Segen von dem, was du hast. But you, your blessing is from what you see. Ist für dich, was du siehst. Your blessing is what you see. Dein Segen ist, was du siehst. And so when God shows you that you are blessed, also wenn Gott dir zeigt, dass du gesegnet bist, there will be opposition. Dann gibt es auch Widerstände. There will be contradiction. Dann gibt es Widersprüche. So everything will stand against our vision. Also alles wird sich gegen unsere Vision erheben. But I'm here today, aber ich bin heute hier, to let you know, dich wissen zu lassen, that having Christ in you, dass Christus in dir zu haben, you have the vision of God. Bedeutet, du hast die Vision Gottes. How God sees you. Wie Gott dich sieht. How God has designed you. Wie Gott dich entworfen hat. How God has prospered you. Wie Gott dich zum Erblühen gebracht hat. And so let not any opposition, also lass keinen Widerstand, either from the past, weder von der Vergangenheit or currently, noch vom Gegenwärtigen, take you out of your vision. Dich raus aus deiner Vision nehmen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And when you overcome the opposition, und wenn du die Widerstände überwindest, the Bible says, sagt die Bibel, then he sacrificed himself, dann opfert er sich selbst, so that he may resurrect again, damit er wieder aufersteht. There is a you, es gibt ein Du, that need to be sacrificed, das geopfert werden muss, so that the true you, damit das wahre Du, which is that vision, was diese Vision ist, resurrect from within you, aufersteht aus deinem Inneren. There is a you, es gibt ein Du, until you place it on the altar, bis du es auf den Altar legst, and say, this is not who I am, und wirklich sagst, das ist nicht, wer ich bin. This is not what the society have said I am. This is not me. Das ist nicht, was die Gesellschaft gesagt hat, wer ich bin. Das ist nicht, wer ich bin. There is a part of you. So lange gibt es einen Teil von dir, that has to be sacrificed, der geopfert werden muss, so that the real you, damit das wahre Du, which nobody sees, was niemand sieht, but only you, sondern nur Du, is called a vision. Und das ist die Vision genannt. Only you see you. Nur Du siehst dich. The true you,
das wahre Du, is a reality in you. Ist eine Realität in dir. And it has to resurrect. Und es muss auferstehen. And when that you, which is not you, und wenn das Du, was nicht du bist, goes through the cross, ins Kreuz geht oder durchs Kreuz geht, the resurrection takes place. Dann findet die Auferstehung statt. Not only resurrection, und nicht nur die Auferstehung, but God will elevate, sondern Gott wird dich erhöhen. It will cause it to grow, und wird alles wachsen lassen, and establish it on the throne, und alles auf den Thron gründen, and the vision, und die Vision begins to speak, fängt an zu sprechen, the vision, die Vision begins to reign, fängt an zu herrschen. I've come here today, ich bin heute hergekommen, to let you know, dich wissen zu lassen, the vision for your life, die Vision über dein Leben will reign in your life, wird in deinem Leben herrschen, the vision for your life, die Vision für dein Leben will overcome, wird überwinden, the vision for your life, die Vision für dein Leben will stand strong, wird stark stehen. I know the challenges that you are going through, ich kenne die Situationen, die Herausforderungen, durch die du durchgehst, the contradiction that you are going through, ich weiß, dass du durch Widerstände gehst, but that which is important, aber das, was wichtig ist, is not to look onto the challenges, ist nicht auf die Herausforderungen zu schauen. Look onto Jesus. Schau auf Jesus. Don't let your vision die. Lass deine Vision nicht sterben. Jesus Christ, Jesus Christus is the vision, ist die Vision of God, von Gott concerning you, über dich. Jesus Christ, Jesus Christus is the you, ist das Du, that God sees, was Gott sieht. And what God sees, und was Gott sieht, he has shared with you, das ist mit dir geteilt. He wants you to see, er will, dass du siehst, that which he sees concerning you, das, was er über dich sieht. And so when everything break loose, wenn also alles andere abbricht, you only need to discipline, dann musst du nur disziplinieren, the factors within your mind, und zwar die Faktoren in deinem Verstand. The ability to hear, die Fähigkeit zu hören, the ability to judge, die Fähigkeit zu richten, the ability to love, die Fähigkeit zu lieben. If you succeed to bring those of your disciples, wenn du Erfolg darin hast, diese deine Jünger in order, in Ordnung zu bringen, the glory of God will be seen in your life, wird die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben zu sehen sein. Lift up your name, lift up your hands and just give him praise. Erhebe deine Hände und gib ihm einfach Preis, deinen just Lobpreis. Give him praise. Gib ihm deinen Lobpreis. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, sweet Jesus. Danke, süßer Jesus. He's my vision. Er ist meine Vision. He's your vision. Er ist deine Vision. Can you see him right now? Kannst du ihn jetzt gerade sehen? As your health. Als deine Gesundheit, as your provision, als deine Versorgung. Do you know why, when Moses asked God, weißt du warum, als Mose Gott fragte, he says, God, what is your name? Warum er gesagt hat, Gott, was ist dein Name? God could not restrain himself. Gott konnte sich nicht für sich behalten. He could not limit it himself. Er konnte sich selbst nicht begrenzen. He says, I am that I am. Er sagte, ich bin, der ich bin. I am to you whatever you see. Ich bin für dich, was auch immer du sagst. What do you see? Was du auch immer siehst, was if siehst you du? See provision, I am provision. Wenn du Versorgung siehst, bin ich Versorgung. If you see healing, I am healing. Wenn du Heilung siehst, bin ich Heilung. If you see a good business, I am a good business. Wenn du ein gutes Geschäft siehst, bin ich ein gutes Geschäft. If you see a good home, I am a good home. Wenn du ein gutes Zuhause siehst, bin ich ein gutes Zuhause. What do you see? Was siehst du? Just lift up your hand. Erhebe einfach deine Hände. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Oh, hallelujah. Halleluja. Thank you, Father. Danke, Vater. Just worship him. We have just a moment. Just worship him. Bete ihn an. Wir haben jetzt noch einen kurzen Augenblick. Bete ihn noch mal an. Just worship. Bete ihn einfach an. Thank you, Father. Danke, Vater. Thank you for your love. Danke für deine Liebe. When his love overwhelmed us, als seine Liebe uns überwältigte, we see him. Sahen wir. Do we have Jeremiah in the house today? Haben wir Jeremia heute im Haus? What do you see? Was siehst du? Do you see an almond tree? Siehst du etwas, was nicht wahr ist? Do you see an almond tree? Siehst du einen Mandelzweigbaum? An almond tree, ein Mandelbaum, is a waking tree, ist ein erwachter Baum.
is a resurrection. Ist eine Auferstehung in sich. If that is what you see, wenn das ist, was du siehst, in your health, in deiner Gesundheit, do you see yourself siehst du dich ganz? Do you see yourself as an almond tree? Siehst du dich selbst als Mandelbaum? Do you see yourself? Siehst du dich selbst? Completely healed. Vollständig geheilt. The Father is saying to you right now. Vater sagt zu dir gerade jetzt. You've seen well. Du bist, es ist wohl um dich. You have seen well. Du hast gut gesehen. I will hasten my word. Und ich will für mein Wort eilen. To perform it. Es auszuführen. A vision may tarry. Vision mag brauchen. But it will manifest. Aber sie wird to the appropriate time. Sie wird sich zur rechten Zeit manifestieren. Your appointed time is now. Deine erwählte Zeit ist jetzt. It's now. Don't push it for tomorrow. Schieb es nicht auf morgen. What you're seeing right now. Was du genau gerade jetzt siehst, is powerful. Ist kraftvoll. Is powerful. Ist kraftvoll. Is greater than all the demons in hell. Ist größer als alle Dämonen der Hölle. If only you can see. Wenn du nur sehen kannst, don't let it go. Lass es nicht gehen. I don't need anyone else. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. Thank you, Jesus. Danke, Herr Jesus. Speak healing to you right now. Ich spreche Heilung auf dich aus, genau jetzt. I don't need anything else. Behold, you schau hin. I declare you healed. Ich erkläre dich als geheilt. Every veil of condemnation. Jegliche Spuren von Verdammnis. Is gone right now. Ist vergangen, genau jetzt. The image of abuse. Das Bild des Missbrauchtseins. Is taken off your eyes right now. Ist jetzt von deinen Augen genommen. Thank you, Father. Danke, Vater. I don't want anyone else. Heavenly Father. Himmlischer Vater. Thank you, sweet Jesus. Danke, süßer Jesus.